Willkommen zu Glorious Gaming und Prince of Persia, The Two Thrones. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben, in den hängenden Gärten. Oder was das auch immer sein soll hier. Machen wir einen Screenshot. So, und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Gut, darauf wäre ich nicht gekommen. Gott sei Dank gibt es das allsehende Auge. Soll ich da hoch oder runter? Weil da runter geht's auch. Ah, Fragen über Fragen. Aber hier oben ist, glaube ich, nichts. Ah doch. Oh, das ist sogar der richtige Weg, glaube ich. Wie immer wähle ich in der Hoffnung, Upgrade zu finden, den richtigen Weg. Ich versuch's. Soll ich mal versuchen, runterzugehen? Ich versuch's mal. Nee, das schafft man gar nicht, oder? Nein, das schafft man nicht. Das schafft man nicht. Gut, dass ich's rausgefunden habe. Schafft man gar nicht. Okay, dann geht's hier lang. Natürlich. Zack. Zack. Und der andere merkt gar nichts. Das ist so geil. Das ist so geil. Alter, fünfmal. Stimmt. Und der andere steht und checkt gar nichts. Und nochmal dasselbe Spielchen. Zack. Also Monster hin oder her, aber fünf Stiche, das finde ich ein bisschen übertrieben. Den hat er ja voll ausgenommen. Voll ausgeweidet, ey. So. Nein. Scheiße, diese Sicht. Ja doch, ich muss dahin. Okay. So, jetzt, wenn sie nochmal rausfährt. Hoch mit dir, hoch mit dir, Prinz. Wohin denn jetzt? Ach so. Oh Gott. Okay. Noch höher. Noch höher. Okay. Kann ich hier einfach... Boah, das war aber knapp. Wie ist er, euer Vater? Ein gütiger Mann. Nein, ein großer Mann. Stark, treu, sanft, barmherzig. Was ist? Ich... Wie soll ich sagen... Wir sind im Zorn auseinandergegangen. Schlecht. Es ist einige Jahre her. Ich war jung und stolz, aber auch voller Furcht. Er wollte mir zuhören, aber ich fand nicht die Worte, wollte sie nicht finden. Ich hoffe nur, ihn wiederzusehen, um ihm zu sagen, dass es mir leid tut. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu reden. Inmitten solchen Trübsals sollten wir uns nicht selbst aufgeben. Kämen wir also uns heute zurück. Von hier aus kann ich euch nicht erreichen. Ich kann noch eine Klappe schließen. Treffen wir uns vorne. Okay, so... Kann ich hier keinen killen? Stealth Kill doch, ne? Natürlich. Jetzt kommt der und dann kann ich Stealth Kill machen. Und die anderen stehen immer noch drumherum und schauen zu. Oh nein! Ich dachte, der ist mit dem Gesicht zu mir gewandt. Hält aber auch einiges aus, der Typ. Jetzt.
Das Schwert ist ein bisschen billig, aber das geht nicht kaputt. Ihr habt Sandkredite. Ja, war klar. 200 Sandkredite, ich kann immer noch nicht zu euch gelangen. Ihr könnt den Thronsaal jedoch von eurem Standort aus erreichen. Ich kann durch das Gewächshaus gehen. Dann finden wir uns bestimmt am selben Ort wieder. Seid vorsichtig, Prinz. Bin ich immer. Oh, Glück gehabt. Achso, hier geht's weiter, glaube ich. Oder auch nicht. Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Ich bin ja... Doch. Oh, Gott sei Dank. Okay. Oh, nee, nee. Nur einen erwischt. Ich dachte, der macht hier diesen Doppelkill. Zack. Das ist so geil, dass er in der Sequenz einfach stehen bleibt und zuguckt, wie der andere da einfach niedergemetzelt wird. Was muss ich machen? Okay, runterfallen ist auf jeden Fall keine Option. Okay. Das war schon mal richtig. Boah. Was für ein Akrobat, du. So. Oh. Ich hoffe, ich habe hier kein Upgrade irgendwie verfehlt. Verpasst. Ich hoffe, die Upgrades sind nicht wichtig, verdammt. Das ist das Wichtigste. Nicht, dass da schon wieder so ein versteckte... Oh, versteckte... So. Versteckte... Story hintersteckt. Ja! Scheiße. Wow. Timing ist nicht meine Stärke. Zack. Zack. Und zack. Boah, geil. Alter, was kommt denn noch auf mich zu hier? Da muss ich hin. Okay. Was ist das? Okay, das geht schon mal nicht. Oh. Was bewegt das? Das geht wahrscheinlich hoch, ne? Ja, okay, das geht hoch und das bewegt sich. Das geht auch hoch auf jeden Fall. Und dann? Soll ich noch höher? Ne, noch höher ist doof. Also ich muss auf jeden Fall nochmal einen tiefer, dann muss ich den da bewegen, glaube ich. Also die müssen, glaube ich, alle hoch. Alle nach ganz oben, diese Schalter. Oh, da ist eine Truhe. Zack. So. Okay, höher geht's hier nicht. Muss ich wieder rüber jumpen. Mein Gott, das ist aber auch lästig hier. Das Rätsel. Dieses Hin und Her. Ups. Hätte ich noch eine Stufe höher gemusst. Also doch. Nee. Oder auch nicht. Okay, ich muss, glaube ich, runter, oder was? Komplett runter. Und dann, wie komme ich denn da hoch? Hier drüber? Scheiße, Mann. Nee. Wie komme ich denn da hoch? Ich muss, glaube ich, auf die Dinger und dann hier rüber jumpen, oder? Ja. Nee. Hoch mit dir. Okay. Hoch. So. Jetzt ist da hinten zu, jetzt muss ich darüber. So.
So. Okay. Das sieht doch schon mal super. Nee, sieht gar nicht so super aus. Ich glaube, ich habe den falschen hochgescrollt. Ich hätte da auf der anderen Seite erstmal. Oh, es wird so lästig. Ah. Also noch höher geht nicht. Hm, darüber ist es kacke. Ich gehe ganz runter. Ist egal hier. Ja, Trial and Error Prinzip hier. Wie komme ich denn da hoch jetzt? Das ist aber auch zu. Warum ist denn das zu? Ach so, ich muss. Ja, stimmt. Ich muss erstmal hier hoch. Hier hoch erstmal. Scheiß die Wand an, Mann! Okay. Schaffe ich das da hoch? Ja. Okay. So, runter. Und dann da hoch. So, und dann schauen wir mal, was sich hier so tut. Genau! Sehr geil! Und jetzt zu dem rüber. Okay, ich habe kurz Panik gehabt. So. Okay. Und jetzt hier rüber. Ja, ja, easy, easy. So, das ist das letzte und dann können wir endlich hier weitermachen. Geil! Warum steht denn Fahrer plötzlich da? Hinter einer verschlossenen Tür. Vor einer verschlossenen Tür? Kommt ihr da hin? Müsste die Tür nicht auf sein? Komm schon, Prinz. Erneut so ein zeitfressendes Rätsel hier reingebastelt. Damit man bloß nicht zu schnell den Abspann erreicht. Halt! Keinen Schritt weiter! Denn her? Ich bin beeindruckt, dass ihr mein Empfangskomitee überwunden habt. Beeindruckt, aber auch verärgert. Denn ihr habt meine stärksten Verbündeten getötet. Es wäre nicht recht, das ungesühnt zu lassen. Farah wird eine bezaubernde Königin abgeben. Eines Gottes würdig. Natürlich nach ein paar kleinen Wandlungen. Lasst sie gehen! Ihr tut so, als hättet ihr ein Wort mitzureden. Doch das habt ihr nicht. Oi. Grüßt euren Vater! Dem Prinzen war der Tod in dieser finsteren Grube sicher. Alter, was ist das denn jetzt? Farah war fort. Der Visier außer Reichweite. Man hatte ihn gewarnt, die Reise würde kein gutes Ende nehmen. Aber erschreckt nicht. Die Verwandlung des Prinzen rettete ihm das Leben. Auch ein Leid kann Gutes bringen. Manchmal. Die Geschichte hier auf jeden Fall speichern. Ich frage mich die ganze Zeit, was der Visier eigentlich darstellen soll. Was ist das? Ist das ein Käfer? Ist das ein Skarabäus? Ist das ein Skorpion? Was? Ein Skorpion kann er... Es tut mir leid, Leute. Ich habe die... Erneut hast du... Alter, dieses Spiel. Erneut hast du uns den Sieg gestohlen. Wie oft habe ich dich gewarnt, dass es zu nichts führt, dieses Weib zu verfolgen. Ohne deine Eskapaden wären wir nie in eine solche Lage geraten. Genug! Ihr hattet nur Spott und Hohn für mich übrig. Ich weiß nicht, was ihr plant. Aber ich vertraue euch nicht. Und ich schäme mich, dass ich es je tat. Ich habe nur die edelsten Absichten. Ich weiß nun, was es heißt, edel zu sein. Ihr seid es gewiss nicht. Du selbstgerechter Bastard! Ich erdulde euch schon zu lange. Lasst mich meine Aufgabe zu Ende bringen. Und dann sehen wir, was mit euch geschieht.
Okay. Oh ja, ich vergaß, dass du das Sagen hast. Das ist geil gemacht. Das finde ich cool mit dem Dämon. In seinem Körper. Mit den kniffligen Rätseln hier. Okay. Hört gar nicht mehr auf. Oh, bitte töte sie. Muss ich hier eigentlich irgendwas machen? Oder kann ich eigentlich weitergehen? Also die sind nervig hier mit den Dolchen. Muss ich hier hoch? Nee. Was? Warum? Ist hier so ein Abschnitt? Einfach nur, um die Sandkästchen aufzubasteln, oder was? Okay. Was soll ich jetzt machen? Soll ich nicht jumpen? Das war so ein Fehler! Okay, ich habe keine Ahnung, wo es hier lang geht. Hier runter wahrscheinlich. Oh, hallo. Jumpen? Ja, okay. Hier runter. Oh, Gegner! Wahrscheinlich um die Sandkästchen einfach nur aufzufüllen. Dafür sind die Gegner hier gedacht. So. Okay, was jetzt? Dahin. Das macht so Bock, ne? Oh. So, ne. Noch einen tiefer. So, und jetzt. Zack. Zack. Das ist geil. So, Sand nehme ich mit. Hätten noch einen Timer machen können eigentlich. Hör gut zu, Prinz, und schau dich um. Wir stecken in einem Brunnen. Aber hörst du Wasser? Siehst du es? Spürst du seine feuchte Umarmung? Warum? Ich schätze, es ist weg. Der Visier hat es abgeleitet. Wie lange bleibst du bei Kräften? Wie lange hast du deinen Körper im Griff? Was war das denn jetzt? Runter mit dir! So, ich habe keine Lust zu kämpfen. Auch wenn die Kämpfe ziemlich simpel gestaltet sind, muss das nicht sein. Oh mein Gott. Ausgelaugt? Mach ich dich nervös? Oh Gott sei Dank. Oh. So. Ohohohoho. Die Lebensenergie, die wird immer weniger. Ich muss mich beeilen. Tick-Tack. Nein, das war so scheiße. Oh nein! Nein! Ich hätte es beinahe geschafft. Das ist dieser eine Moment gewesen, wo ich mich... Nein! Ach, scheiße. Nein, jetzt muss ich alles von neu machen. Alter Feuer. Boah, weil ich einmal getroffen wurde, ne? Also hier ist das Spiel ein bisschen unbarmherzig.
Ach du Scheiße. Wo bin ich denn jetzt hier? Tick-Tack, Prinz. Tick-Tack. Ja, ich glaube, das ist gar nicht so weit. Komm, das nehme ich jetzt mit. Dann kann ich, glaube ich, den einen Treffer einstecken. So. Durstig? Ausgelaugt? Oh, mach ich dich nervös. Ohohohohohohoho. Scheiße. Schaffe ich das? Nee. Oh, doch. Nein. Oh. Nee, das riskiere ich jetzt nicht. Scheiße. Okay, ich habe, glaube ich, ein bisschen mehr Energie als gerade. Aber so viel ist das auch nicht. Komm schon. Boah, ist das geil gewesen. Jetzt habe ich es gut gemacht. Ja, okay, ich wusste aber auch, was kommt. Dementsprechend. Und im nächsten Augenblick wird wieder verkackt. Okay, darüber. Boah, ich sehe gar nichts. Zeit ist ebenso kostbar wie flüchtig. Zeit ist etwas, das dir am meisten fehlt. Ja. Oh, Alter, war das Glück. Okay, ich brauche hier Sand. So, alles aufgefüllt. Das war so scheiße. Okay, Sand aufgefüllt. So, jetzt warte ich aber. Boah, was ist denn geklappt? Heißt Dämon, ey. Komm, 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 komm. Gar nicht mal so geil. Nein, hier muss ich rüber, glaube ich. Ach du Scheiße. Oh nein, was? Hä? Was? Wie mache ich das denn jetzt? Jetzt? Oh, was? Scheiße. So weit wie möglich zurückspulen. Ja, okay. Nee, wie mache ich das? Achso, ich muss hier hoch. Boah. Das war doof. Nein, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Das schaffe ich jetzt nicht mehr. Scheiße. Nein. Und da war bestimmt schon der Ausgang. Mal gucken, wo der Checkpoint ist. Boah, ich hoffe nicht bei Tic-Tac-Prinz. Doch. Tic-Tac-Prinz. Boah, Scheiße. Eieieiei. Nein! Nein, lauf, 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 lauf! Boah, Glück gehabt. Eieiei. Ausgelaugt? Oh, mach ich dich nervös. Komm schon. Okay. So. Hey, was war das? Was war denn das? Wer ist da hängen geblieben da oben? Okay. Nein, das schaffe ich jetzt nicht. Scheiße! Oh nein! Oh! Boah. Das ist so ätzend. Das war knapp. Alter, war das knapp. Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt muss ich mich beeilen hier jetzt. Dschungel. Okay. Zeit ist ebenso kostbar wie flüchtig. Zeit ist etwas, das dir am meisten fehlt. So, ich behalte mal ein paar Sandsäckchen hier. Ja, wobei, da komme ich eh nicht zurück. Was zu trinken? War doch nicht so schlau. Aber mehr habe ich halt auch nicht gebraucht, ne? Jetzt lass los! Oh, okay. Nein.
Oh, das war gut. Das war gut, glaube ich. Oh, ich habe ein bisschen mehr Zeit als gerade, aber auch nicht viel. Komm schon. Oh Gott. Wenn ich sehe, wie schnell die Zeit da verrinnt. Krass. Oh, und jetzt? Vaters Schwert. Aber wie kommt es hierher? Hilft aber auch nicht weiter, weil ich gleich tot bin. Oh, das ist der Vater. Was? Ach, komm schon. Hast du wirklich gedacht, du findest ihn lebend? Nach allem, was du erlebt hast, hattest du noch Hoffnung? Hm. Oh, Vater. Was habe ich getan? Und nun? Genug Sand aufnehmen? Die Zeit zurückdrehen? Oder vielleicht auf die Insel zurückkehren und in eine Zeit reisen, in der es noch nicht zu spät war? Vielleicht auf dem Weg noch schnell eine holde Maid retten? Nein! Ihr habt recht. Ich war wie ein Kind. Naiv und selbstgefällig. Stets bestrebt, meine Fehler ungeschehen zu machen. Aber ohne jede Verantwortung. Genug. Fortan stehe ich zu meinen Taten und allen ihren Folgen. Ah, cool. Was ist das? Du hast kein Wasser? Wie kannst... Ihr habt keine Macht mehr über mich. Geil. Kehrt zurück in das finstere Loch, aus dem ihr gekommen seid, und schenkt mir Frieden. Ich bin gespannt... Boah, das ist geil. Oh, oh, schon bald wirst du erfahren, dass sie sich erhält. Oh, sie scheint das Licht nicht zu wissen. Das Schwert ist auf jeden Fall stärker. Das ist krass. Geil. Die haben keine Chance. Geil. Ist cool. Oh, okay, da ist ein Loch. Abgrund, Abgrund, Abgrund. Wo muss ich hin? Abgrund, Abgrund, Abgrund. Überall nur Abgründe hier. Okay, hier. Haltet. Neben... Ah, okay. Oh. Soll ich nächstes Mal definitiv an dieser Stelle weiter erzählen? So, mal schauen. Nee, ja, jetzt. Jetzt muss ich hier durchs Dunkle tappen. Mal schauen. Jetzt kann ich wenigstens wie im ersten Teil hier. Was war das? Ja, das ist geil, dass man die mit einem Schlag vernichten kann. Ich sehe hier gar keinen. Hui, komm weg. Jetzt für 10 Sandkörner, ne? Okay, wo ist der denn? Ich sehe hier keinen. Ich weiß gerade nicht, ob ich das cool finde oder ob das nervig ist, einfach. Das ist geil. Ein Schlag und diesen Tod mit dem Schwert, das finde ich geil. Das ist wie im ersten Teil, als man dieses Schwert-Upgrade bekommt. Das hätte ich mir beim zweiten Teil gewünscht, denn da bekommt man ja viel mehr Schwerter als Upgrade. Und alle sind irgendwie total Müll. Ergibt gar keinen Sinn. Scheiße, wo muss ich hin? Soll ich da rüberlaufen? Ja. Oh Gott. Okay, und jetzt darüber. Darüber. Und jetzt da hinüber. Okay, da hinten ist der Brunnen. Da kann ich aber nicht rüberlaufen. Oh Gott sei Dank. Ein kleiner Schwenker. Und schon springt... Alter, das gibt's nicht. Warum kannst du nicht nach vorne einfach? Scheiße, es tut mir so leid, Leute.
Ich versuche es. Aber der Analogstick tut, was er will. Zack. So, hier rüberlaufen wahrscheinlich. Ja, geil. Joa, da speichern. Ja, das war aber ein einfaches Level. Soll ich hier fortfahren, wenn ihr zurückkommt? Muss ich schon beenden oder kann ich noch ein bisschen? Ich mache noch ein bisschen. Zack. Also den Part mache ich noch hier, diese dunkle Stelle bis zum nächsten Brunnen. Was ist denn jetzt? Hä? Keine Ahnung, ob das richtig ist. Sieht aber richtig aus. Okay. Voll der Umweg. So. Geil. Was ist das für eine Gruft hier? Ah. Okay, das war falsch. Darüber. Was? War falsch? Wo muss ich denn darüber? Oh, mein letzter Sandkorn. Okay. Muss ich runter, oder was? Und dann? Ach so. Hey, okay. Dreh dich mal um. Glück gehabt. Noch den richtigen Weg gefunden. Aber das ist auch manchmal einfach unübersichtlich. Nein, ich hab keinen Sandkorn mehr! Ich hab den Button zum Jumpen zu lange gedrückt. Also festgehalten. Nein. Ich bleib dabei. Ich werde... So, ich glaube, ich... Das war nicht der richtige Weg, glaube ich. Ich glaube, ich habe gerade so ein bisschen gecheatet. Den Weg gecheatet, um schneller hier voranzukommen. Eigentlich müsste ich da einen kleinen Umweg machen, glaube ich. So fühlt sich das jedenfalls an. Weil ich so quer einfach rüberspringe. Oh. Okay, jetzt mal keine Fehler machen. Dann... Wird das auch was? So, wie so ein Äffchen, ey. Nice. So, bis hierhin war das eigentlich gar nicht so schlecht. So, ich habe noch 3 Sandkörner, das heißt 3 Fehlversuche. Und ich muss darüber jumpen. Boah! Festhalten, zack. Ja, die sind richtig easy peasy, ey. Die können gar nichts. Ein Schlag und weg. So fiel der Schleier von des Prinzen Augen und er erblickte die wahre Natur seines anderen Ichs. Geil. Diese grausame und verführerische Stimme, die einst in sein Ohr flüsterte und ihn auf den falschen Weg lockte, war nun verstummt. Der Prinz hatte die Macht über seine Sinne wiedererlangt. Sehr gut, Prinzchen. Und? Soll ich nächstes Mal... Ja, eine gute Stelle, um nächstes Mal weiter zu erzählen. Sie nimmt mir die Worte aus dem Mund. Lasst mich wissen, wenn ihr bereit seid, mehr zu hören. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt gesund. Ich sage an dieser Stelle ciao. Vielen Dank, dass ihr mich supportet. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut.